Hallo, es kommt ein Klamottenhaul, aber es sind auch einige Dinge dabei, die ich schon länger habe. Ich habe jetzt aber mal rausgekramt, weil ich die des Öfteren schon anhatte und immer mal gefragt wurde, wo ich das her habe. Deswegen habe ich die nochmal aus dem Kleiderschrank gekramt. Und ja, ich fange einfach mal, das ist alles wahllos hier hingeschmissen gerade. Und irgendwie bin ich so überbelichtet. Keine Ahnung. Ich komme mit dem Licht irgendwie nicht klar. Ich habe einfach nur so eine Baumarktbirne, so eine Tageslichtlampe, aber egal. Also das Erste, was ich habe, das war vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, aus dem Primark im Salé, also Sale, für 3 Euro. Ist halt so ein graues, dünnes Langarm-Shirt. Hat oben so ein... Ja, so ein Fake-Leder-Rand, kann man sagen. Ja, das war halt für 3 Euro. Ist halt recht dünn. Müsste man jetzt im Sommer, wollte ich gerade sagen, Sommer, im Winter halt noch was drunter ziehen. Aber ist halt ganz locker lässig. Ich habe die kleinste Größe noch genommen, die da haben. Nee, das war das Einzige, was da hing. Das habe ich genommen, genau. Und halt 3 Euro. Ja. Mal gucken, wie ich das jetzt einfach mache. Dann heute, also es wird jetzt alles durcheinander, ob aktuell oder nicht aktuell. Heute war ich eben bei Galeria Kaufhof, weil ich da auf Toilette musste. Und da ist oben halt auch die Kinderabteilung. Und da hatte so ein Schaufensterpüppchen eine Leggings an. Und zwar ist das eine graue mit so schwarzen Sternchen. Und die fand ich ganz cool, weil ich kann eigentlich Leggings mir auch... in der Kinderabteilung holen. Das mache ich gerne bei Primark und die nehme ich dann als Schlafbuchsen. Ja. Wie gesagt. King. Was guckst du denn so? Jo. Wie gesagt, die habe ich mir aus der Kinderabteilung. Die ist von Esprit. Hat regulär 19,90 € gekostet, war dann runtergesetzt auf 12,90 €. Und an der Kasse ging dann nochmal 25% ab. Also habe ich 9 Euro unbezahlt. Also, ja, ich habe sie noch nicht anprobiert. Das ist Größe 164. Aber die müsste passen. Und von der Länge her denke ich auch mal. Ja, also wie gesagt, finde ich ganz süß. So mit den Sternchen. Und ja. Dann kommen wir zu wieder einem älteren Pullover. Den habe ich mir mal bei Primark aus der Männerabteilung gekauft. Den fand ich ganz cool. Ganz lässig war damals, glaube ich, auch für 3 Euro. Und zwar ist das der hier mit so einem Hawaii-Muster. Finde ich ganz cool. Auch mit einer goldenen Kette dazu. Und einfach so einer Leggings. Ja, finde ich auch ganz cool. 3 Euro damals aus der Männerabteilung. Dann kommen wir wieder zu einem Teil, was wohl aktuell gerade ist. Das habe ich nämlich mit diesem ersten grauen Oberteil gekauft. Aber das war nicht im Sale. Fand ich aber so süß. Und irgendwie sind hier gerade so alles Hundehaare am Kragen dran. Ja, das ist schön, wenn man schwarze Sachen hat und zwei beige Haare der Hunde. Aber egal. Das ist ein Pullover von Primark. Mit so einer Glitzer-Mickey-Maus drauf. Und das Coole sind halt diese transparenten Ärmel. Deswegen ist der Pullover lässig. Aber trotzdem schick, finde ich. Also halt dieses verspielte Mickey Mouse Logo, aber mit den Glitzerpailletten und dann mit diesen schwarzen transparenten Ärmeln fand ich richtig, richtig cool. Also beide Ärmel sind transparent, dass ihr mal sehen könnt, nicht, dass nur einer jetzt hier so. Ja, das Rückenteil ist halt auch so wie vorne. Normaler Pulloverstoff. Hatte, glaube ich, 13, 14 Euro gekostet, weiß ich jetzt gar nicht, aber. Das war es mir wert, weil er einfach richtig, richtig schick ist. Auch noch mit so einer schönen Gliederkette vielleicht oder so. Dann ist das ein richtig cooler Pulli. Ja. Ja, den habe ich gekauft. Dann hatte ich mir bei H&M und auch wieder vor einer ganzen Weile gekauft und auch schon öfter angehabt. Und ich finde den richtig, richtig cool. Diesen hellblauen Strickpulli. Da ist vorne so ein. Nee, ist das? Nee, doch nicht. Ich dachte, vorne wäre ein Zopfmuster. Nee, ist aber nicht. Halt so ein Strickpulli in hellblau.
gibt es auch noch in beige, schwarz, weiß ich gar nicht, so aus der H&M Basic Abteilung. Hatte, glaube ich, 19,95 gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also den habe ich mir gekauft, der ist sehr, sehr bequem. Jetzt habe ich hier gerade irgendwie keinen Platz. Muss ich mal eben umdisponieren. So. Die fertigen Sachen kommen auf den Stuhl. So. Dann haben wir noch zwei weitere Sachen, die ich auch schon länger habe. Das erste ist ein Pullover aus der Kinderabteilung bei H&M, der ein klein wenig spannt an den Armen. Also das Problem ist folgendes. Also das wäre jetzt halt der Pullover. Ich stehe momentan total auf Spitze. Apropos Spitze, ich habe ein Oberteil vergessen, muss ich gleich holen. Ja, also jetzt halt so mit Spitze vorne ist halt nicht durchsichtig, sondern an den Ärmeln. Wenn ich den anhabe und den Arm so ein bisschen beuge, dann spannt er so doll, dass das Armfett aus diesen Löchern bald rausquillt, wie so ein Rollbraten. Kennt ihr das? Oh, das ist so ärgerlich. Und ich glaube, das war schon aus der Kinderabteilung, ja. 170 war es, glaube ich, schon das Größte. Weil ich habe mir schon mal ein-, zweimal einen Pullover aus der H&M Kinderabteilung gekauft und wir saßen richtig, richtig gut. Und das habe ich ja mit dem auch vermutet, gehofft, aber das ist halt so richtig eng an den Armen. Ja. Mal gucken. Ich bin ja jetzt gerade wieder dabei am Diäten, ne? Also schauen wir mal. Dann kommen wir zu dem letzten Oberteil, was hier hängt. Ich habe noch was in der Tüte. Das habe ich auch schon relativ lange, auch schon sehr oft angehabt und wurde auch schon oft drauf angesprochen, wo ich das her habe. Deswegen wollte ich euch das jetzt mal zeigen, weil ich liebe dieses Teil. Hatte das auch auf dem Garnier-Event an und ja, also die Rede ist von diesem schicken Teil. Ist halt so langärmlich und so mit Spitze. Und es ist damals aus dem Zara Kinderabteilung für Mädchen. Hatte gekostet 22 Euro oder so. King, du kommst ja nicht auf den Stuhl, das ist belegt. 22 Euro oder so müsste es noch geben. Also online habe ich es noch gesehen. Und ich finde es richtig, richtig schön. Und ja, trage ich total gerne. Ich habe die Größe 164 genommen, Zara Girls Casual Collection. Ja, also sehr, sehr cool. Ist halt ein bisschen länger, ist halt ein Kleid, also für Kinder halt ein Kleid. Und aber mit einer Leggings ist es halt richtig, richtig süß. Ja, das waren jetzt die Sachen und jetzt war ich heute nochmal eben bei Primark, hab nochmal drei Sachen im Sale gekauft. Ja, zum einen, was man immer gebrauchen kann, ist bei Primark den Schlafhosen. King versucht von allen Seiten irgendwie auf den Stuhl zu kommen, aber der ist ja mit Klamotten belegt. Jetzt nicht wegen dem Muster oder sonst was, sie war einfach runtergesetzt auf 3 Euro. Ja, von 7 auf 3 Euro, halt so eine Schlafleggings. Ich mag es ja nicht, wenn Schlafhosen so schlabberig sind. Ich muss jetzt hier halt entweder alte Leggings an oder halt von Primark diese Schlafbuchsen sind auch relativ eng. Und ja, also 3 Euro, mal wieder eine Schlafhose. Dann habe ich für meinen Mann eine Schlafhose geholt. Die war auch runtergesetzt von 10 auf 5 Euro. Und zwar eine Call of Duty schwarze Schlafbuchse. Ja, also mein Mann zockt ja so gerne Call of Duty. Und ja, die habe ich ihm geholt. Und da ich ja immer friere, ich schlafe auch mit, wie gesagt, Leggings, mit einem Langarm-Shirt und dicken Wollsocken, weil ich bin eine richtige Frostbeule. Und ich wollte mir jetzt gerne, mal abends, wenn ich halt nur so im Bett Fernsehen gucke oder halt hier abends so in Schlafsachen sitze, noch so einen Kuschelpulli haben.
Und da habe ich zufällig den hier gesehen. Das ist jetzt zwar vom Aussehen her grottenhässlich. Auch die Farbe sieht aus wie Schweinchen rosa, aber macht ja nichts. Der ist halt so richtig. Oh, Linus hat den Pulli entdeckt, weil er liebt diesen Stoff. Er liebt diesen Stoff. Ja, also das ist halt so. Ja, erkennt man jetzt nicht wegen dem Licht. Das ist so ein hellrosa. Ja, und dann hat er halt so einen höheren Kragen. Und ist halt ganz weich und flauschig. Ja, also wie gesagt, das musste ich mitnehmen. Der war runtergesetzt. Ja, das hatte ich jetzt. Ah, nee. 8 Euro. Vorher 12 und jetzt 8 Euro. Ja, also da werde ich mich jetzt abends dann immer reinkuscheln. In der Hoffnung, dass ich da nicht mehr friere. Ja. Primark. Und dann kommen wir noch zum letzten Mal. Geht es um dieses Oberteil hier. Also, jedes Mal, wenn ich das irgendwie auch anhabe oder ein Foto damit poste, werde ich halt gefragt, wo ich das her habe. Das hat so 3 Viertelarme, auch spitze. Also ich stehe im Moment echt auf Spitze. Dann hat das halt vorne so, sieht man das im Brustbereich halt so nicht transparent, hinten am Rücken auch. Hat so einen kleinen Kragen. So, und hinten halt so Knöpfe. Ja, und das ist von Taco. Von Taco. Ja, ich bin auf Julina drauf gekommen, Julina March. Sie zeigt mir mal so, was sie so, weil sie auch gerade ein bisschen auf dem Spitze-Trip ist. Und ja, sie sagte, sie hat das von Taco. Und dann muss ich natürlich auch los mir das holen. Und ich werde echt jedes Mal darauf angesprochen, wenn ich das habe. Ja, also Taco, ich glaube 12 Euro, 13 Euro ungefähr. Ja, ja, das wäre jetzt so mein Fashion-Haul. Fashion-Haul. Ja. Sonst gibt es nichts Besonderes. Oh. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid.